Hallo, ihr Lieben, heute möchte ich mit euch einen Sonnenuntergang machen am Strand. Dieses Bild werden wir heute erarbeiten und ich hoffe, dass ihr daran Spaß habt. Wir starten wieder mit einem umgedrehten Aquarellpapier. Einfach so aus Kostengründen, da Pastellpapier sehr, sehr teuer ist und wir üben ja noch alle. Okay, wir nehmen zuerst ein Blau, da wir ja einen Sonnenuntergangshimmel machen und ich möchte trotz alledem auch da ein bisschen Blau reinhaben. Ihr braucht jetzt keine drei Blautöne, sondern erstmal nur einen Blauton. Jetzt nehme ich einen Orangeton, probiere erstmal wieder aus, ja, der ist ganz gut, und ziehe mir eine Horizontlinie. Ganz wichtig, wenn wir gleich mit Gelb arbeiten, geht nicht mit dem Gelb in das Blau, sonst bekommt ihr einen grünen Himmel. Ihr seht, ich lege die Kreide flach hin, weil ich möchte keine festen Striche drin haben. Jetzt nehme ich ein warmes Gelb. Ein warmes Gelb heißt, es hat noch leichte Rotanteile mit drin. Es ist kein Originalgelbton. Ihr seht, ich habe etwas freigelassen an dem Blau direkt und arbeite da ein klein wenig mit Weiß rein. Jetzt habe ich mir ein Rot genommen, um den Sonnenuntergang, die Wolken noch ein bisschen intensiver rauszuholen. Es sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus, aber ich fange jetzt an mit dem Wischen. Denkt dran, immer von der hellsten Farbe, jetzt natürlich nicht das Weiß, also von dem Gelb anfangen und mit kreisförmigen Bewegungen verwischen. Wer meine Videos verfolgt hat, weiß, dass ich eigentlich jetzt mit der gesamten Hand drüber wische, was ich natürlich jetzt nicht mache, da ich sonst das Blau in das Gelb wische und ein Grün bekomme. Man kann auch einen türkisfarben, leicht grünen Himmel machen, aber ich möchte das jetzt nicht. Jetzt wird nur abgeklopft. Jetzt arbeite ich die Wolken selber ein kleines bisschen aus, weil ich möchte die ja intensiver haben.
anschließend mit Gelb ein bisschen reingehen in die Wolken. Und jetzt mit dem Finger ein wenig verwischen. Zum Abklopfen. Es soll ja kein trostloser Himmel sein, deshalb gehe ich jetzt mit Weiß rein. Besonders, ich möchte ja auch eine Sonne haben. Und die setze ich mal in dem hellsten Bereich. Um die Sonne herum sind natürlich auch ein paar weiße Wolken. Aber ich möchte auch überall ein kleines bisschen Weiß haben, um das alles ein bisschen aufzulockern. Natürlich lasse ich die Striche nicht so stehen, sondern wische ein wenig mit meinem kleinen Finger die Wolken vorsichtig in das Rot rein. Ich möchte auch die Sonne nicht so ganz weiß lassen, sondern werde sie hauchdünn mit einem orangenen Rand beglücken. Der wird auch wieder gewischt. Und einmal abgeklopft. Jetzt ziehe ich die eine Wolke noch ein kleines bisschen in die Sonne rein. Andere auch. Und wische dann mit meinem Wischer, weil sonst mache ich zu viel durcheinander. Mit meinem Wischer kann man viel gezielter wischen. Sofort sieht die Sonne, bekommt die Sonne eine ganz andere Tiefe, weil die Wolken halt vor der Sonne liegen.
Ich werde jetzt noch ein bisschen Weiß reinsetzen. Und mit einem dunkleren Rot werde ich noch ein paar dunklere Schatten in die roten Wolken setzen. Das kann man aber nur machen bei dem Rot, was weiter weg ist. Also was weiter weg von der Sonne ist. So, den Himmel werde ich so lassen. Als nächstes habe ich den gesamten Bereich mit einem hellen Beige bearbeitet. Darüber mit einem noch etwas helleren Beige. So, und jetzt möchte ich halt das Wasser ausarbeiten. Bin dann mit einem, gehe dann mit einem türkisfarbenen Farbton rein. Und ihr seht, ich arbeite nur waagerecht bei dem Wasser. Gehe ich noch mit einem dunkleren Ton rein. Ihr könnt also bei dem Wasser könnt ihr ruhig ein bisschen spielen. Als nächstes wische ich das Wasser nur waagerecht mit zwei Fingern, haltet das Bild fest und mit viel Druck in eine Richtung. Ziemlich weit unten, nicht mehr ganz so feste drücken. Hier könnt ihr kreuz und quer wischen, weil das wird hinterher der Strand. Jetzt möchte ich ein paar Tiefen noch ins Wasser reinholen. Das heißt, ich arbeite mit einem dunkleren Ton. Einfach ein paar dunkle Bereiche in das Wasser rein. Aber setz die nur ziemlich hinten. Und wieder wischen. Jetzt habt ihr ein leicht
grünliches Wasser. Die Farben selber könnt ihr natürlich wählen, wie ihr das möchtet. Ihr könntet auch ein klar blaues Wasser machen. Ich weiß nicht, ob das so aussieht, weil wir setzen ja jetzt noch die Sonne rein, die sich dann spiegelt, ein bisschen Rot rein. Und da ist als Untergrund dieses Grünliche eigentlich mit am besten. Als nächstes setze ich die Sonne. Unterhalb der Sonne am Himmel möchte ich nicht direkt die komplette Sonne haben, sondern einfach nur ein paar weiße Spiegelung im Wasser. Ebenso mit dem Orange und mit dem Gelb setze ich auch ein paar Akzente ins Wasser. Achtet immer darauf, dass ihr so ungefähr unter eurem Rot auch im Wasser das Rot habt, ebenso das Gelb, dass das nicht komplett kunterbunt ist. Und jetzt wische ich wieder. Wichtig, nicht so feste aufdrücken. Das Weiß wiederhole ich jetzt, die anderen Farben lasse ich so. Und wische vorsichtig nochmal das Weiß. Aber ganz vorsichtig. Ihr seht jetzt, der Übergang vom Himmel zum Wasser, der gefällt mir noch nicht so sehr. Das heißt, ich werde da einfach ein paar kleine Inseln reinsetzen, die ganz, ganz weit weg sind. Schon hat das Bild noch mehr Tiefe. Jetzt möchte ich im vorderen Bereich das Wasser, die Gischt, ein bisschen ausarbeiten. Nehme dazu das Weiß und arbeite an der Linie, wo das Wasser auf das Ufer trifft. Eine zackelige Linie. Ihr seht jetzt, dass trotz alledem auf dem Strand selber auch noch ein bisschen Wasser zu sehen ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Wasser ist ja nicht an einem Punkt komplett hört es auf zu fließen, sondern fließt auch auf euren Strand ein wenig drauf. Im Wasser selber mache ich auch noch ein paar Wellen. Aber nicht so viel, weil das Wasser ist relativ ruhig. Wichtig, je weiter ihr nach oben zu euren Inseln kommt, desto dünner müssen diese weißen Striche sein. Jetzt mit dem Wischer die Wellen ein kleines bisschen bearbeiten. Pff.
falls jemand keinen Wischer hat, man könnte also auch hier ein Ohrenstäbchen nehmen, mit dem kann man genauso gut wischen. Oder es gibt von verschiedenen Firmen gibt es Papierwischer. Die sind komplett aus Papier gedreht, ganz speziell, und werden angespitzt mit einem Skalpell oder so. Auch mit denen kann man, da gibt es feine, wie ihr seht, kleine, dünne oder dickere, mit denen kann man auch wunderbar wischen. Aber ich bleibe bei meinem Gummiwischer, den liebe ich einfach. Jetzt nehme ich einen leichten Braunton und setze ganz vorsichtig unterhalb der Welle eine dünne Schattenkante. Nicht überall. Das machen wir eigentlich deshalb, damit es so aussieht, als wenn die Welle wirklich auf den Strand trifft und da einen leichten Schatten wirft. Jetzt nehme ich einen dunkleren Ton für den Strand und arbeite da einige Schatten raus, einige Unebenheiten. Und wische. Im vorderen Bereich möchte ich eine Erhöhung setzen, wo ich dann auch ein paar Gräser einarbeite. Da arbeitet ihr ruhig mit geraden Strichen, die ihr also nicht mit kreisenden Bewegungen, sondern mit diagonalen Verwischungen. Soll ja aussehen wie ein kleiner Hügel. Jetzt setze ich ein paar Gräser. Die setze ich ziemlich an der oberen Kante des Hügels. Ihr seht, die sind ziemlich dick, das ist aber gewollt. Und das mache ich mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Grüntönen. Ich drehe zwischendurch meine Kreide immer, damit ich nicht einen und denselben Strich bekomme, sondern dass ich auch mal ein paar dünnere Gräser habe. Und ihr seht, ich arbeite mit der Kante und nicht mit der Fläche. Jetzt habe ich ein Ocker, weil auch manche Gräser ja schon ein bisschen getrocknet sind. Mit einem dunklen Braun
setze ich unterhalb der Gräser, ich lege die Kreide wieder flach hin, die Erde, wo die Gräser rauskommen. Was gleichzeitig auch als Schatten gilt gleich. Jetzt nehme ich wieder meinen Wischer und gehe in die Gräser komplett durcheinander rein. Ziehe immer vom Anfang des Grases bis in die Spitze. Jetzt legt ihr euren Wischer einmal quer hin, also nicht mit der Spitze, sondern mit der gesamten Fläche und zieht das, den Schattenbereich, die Erde, ein kleines bisschen zu euch. Und geht mit dem Finger ein bisschen und lockert die harte Kante ein wenig auf. Wenn ihr das jetzt abklopft, nicht das Bild von euch wegkippen, sondern zu euch kippen, weil sonst habt ihr die ganzen Krümel auf eurem Himmel. Wenn ihr jetzt noch ein paar Fußstapfen zum Beispiel haben möchtet, nehmt euren kleinen Finger, macht da ein kleines bisschen Kreide drauf und setzt einfach so ein paar Tapsen in euer Bild. Wer mag da wohl langgelaufen sein? Ich setze jetzt noch ein paar Gräser in den Vordergrund rein. Einfach ein paar kleine Gräser. Bei mir ist das alles noch ein bisschen zu kahl. Man kann natürlich alles mögliche andere noch reinsetzen. Aber ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen, was ihr so noch reinsetzen wollt. Ich setze noch ein paar Gräser rein, die, ja, ich weiß es gar nicht, ob es die wirklich gibt am Strand, die also einfach ein bisschen länger sind und im Wind wehen. Dazu setze ich die. Ich habe halt erst einmal den Stiel gemacht und setze dann mit Tupfen im oberen Bereich so in der Art wie Ähren.
Das ist etwas weiter weg, deshalb wesentlich kleiner. Jetzt eine leichte Schattenkante unten drunter setzen. Und verwischen. So, und schon könnt ihr das Bild so lassen. Einfach noch unterschreiben. Und das Bild kann so bleiben. Ich hoffe, euch hat mein Bild gefallen und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder einen Daumen hoch. Und ihr könnt ja vielleicht auch ein Bild malen und mir das dann über Facebook oder Instagram mal schicken. Das wäre total toll. Ich möchte gerne sehen, wie ihr das alles umsetzt, was ich euch jetzt so zeige. Weitere Informationen über mich findet ihr in der Infobox. Okay, euer Kunstengel. Für heute Schluss. Tschüss.